Hallo Leute und willkommen zur Part Nummer 4 von unserem LS17 Finale auf der Map Silbershusum. Der Jürgen ist auch wieder dabei. Hallo. Und ich darf euch mitteilen, LS17 läuft ja. Ich weiß gar nicht warum. Es auf jeden Fall, ihr seht es, ich kann mich bewegen. So schnell, dass es euch schlecht wird. Und es ist klar, ich verstehe nicht, warum es nicht die ganze Zeit ging. Das verstehe ich nicht. Da kann ich nicht sagen, warum. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall weiter die nächsten Gerätschaften verkaufen. Wir nehmen direkt mal unsere Sachen für Heu. Aber jetzt bewegt sich das astrein. So, Jürgen. Jürgen ist dabei. Wir haben festgestellt, Jürgen muss noch ein bisschen üben mit unseren Ballen. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir leihen uns mal schnell so einen Ballensammelwagen. Damit kann er das jetzt mal schnell machen. Und Jürgen wollte auch schon immer mal so einen großen Farm mit 16 Ballen zum Laden, oder? Ja, wollte ich schon immer. Das kam jetzt richtig gut gerade rüber. So, wir fahren jetzt mal schnell zum Händler. Jetzt geht das auch ab und jetzt können wir auch lenken. Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir eine Stunde aufgenommen und es ging auf einmal nicht. Und jetzt geht's alles wieder, Leute. Ihr seht, es ist astrein klar. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wo das gerade ran lag. So. Wie viele Ballen hast du denn schon weg? Ich bin gerade am Hof angekommen. Entschuldige bitte. Ne, ich meine, du hast doch schon eine Ladung verkauft, eine oder? Eine Ladung habe ich weg, ja. Okay. Und der alte, geschulte Bauernblick. Wie viele Ladungen hast du noch? Oh Mann. Kohlfahren. 4, 5 Uhren. Okay. So, ich verkaufe jetzt nochmal schnell unsere letzten. Das haben wir noch. Dann haben wir noch den Gruber auf dem Hof. Den könnte ich eigentlich vorne auch anspannen. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber ich glaube, ist das verboten, wenn ich den Gruber vorne anhänge und auf die Straße fahre? Nö, ne? Lass die von der Polizei nicht erwischen. Ja, gut. Ansonsten kriegen sie ein bisschen Mais, haben wir noch genug. Und Geld haben wir derzeit auch genug. Dann können wir den kleinen Tiertransporter auch direkt mitnehmen. Dann verkaufen wir das noch in der Folge. Lalalala. So, wir haben hier auch. Wir hatten hier auch unser Feld angepflanzt, also Rasen auf Feld 40. Das haben wir nicht einmal abgemäht, ne, Leute? Oder doch einmal? Einmal hatten wir es abgemäht? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir nicht sicher. So, auf jeden Fall. Es freut mich wieder, dass es endlich LS17 wieder richtig läuft. Oder Jürgen, das freut dich auch. Ja, sicher freut mich das. So, Moment. So, wir öffnen mal Genossenschaft Bank Hagenstedt. So, wo sind denn hier unsere Felderverwaltung? Da können wir auch die Felder schon mal verkaufen. Feld 6 verkaufen. Feld 40 noch. Feld 40. Bank verlassen. So, oh, da sind wir jetzt ein bisschen reich geworden, Jürgen. Ich habe gerade mal alle Felder verkauft, die wir haben. Aha. Das hat uns 600.000 Euro gebracht. Weil, Leute, es ist der große Abschied von LS17, von der Map Silbershusum. Wir ziehen um. Wir lassen zwar alles hier, aber es wird alles verkauft. Den Hof, den schenken wir den Nachbarn, aber die Felder, die haben wir verkauft. Wir können ja nicht alles verschenken. So, mal gucken. Oh, das läuft jetzt wieder und die Reifen bewegen sich auch. Keine Ahnung, was das vorher war. Da war vielleicht irgendwas krumm und schief, wo ich jetzt gerade mal schnell neu geladen hatte. Wusste ich doch, dass es an nichts eigentlich lag. Wir hatten ja erst den Patch im Verdacht, aber daran dachten wir erst, aber war es nicht. Sehr schön. Jetzt können wir auch mal wieder schön in Innenansicht fahren. Und ohne, dass hier was hängt. Schlangenlinien, Leute, können wir fahren. Das ist astrein.
Jürgen, hast du schon mein Let's Play-Projekt Die Zwerge angeguckt? Ja, die erste Folge habe ich gesehen. Ja, die zweite kommt morgen, oder? Ah, Nee. weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Doch, nee, die dritte kommt sogar schon morgen. Du hast eine Folge verpasst, Jürgen. Das kann sein. Wie gesagt, ich bin, Ich hab Hast du gerade geflucht? Ja. Ich hänge fest mit dem LKW. Soll ich dich mal einmal anditschen? Oh, Jürgen, das sieht von hier hinten gar nicht gut aus. Ich komme mit meinem hammerharten Deutz, komme ich angerast. So, dann komm mal her hier. Oh, Jürgen, was Mit hast dem 6, mit dem 6,11er kann ich nichts beschicken, ja so. Er hat keine Kraft. Hau einfach mal gegen. Oh, Moment. So, jetzt müsste rauskommen. Sehr schön. Jürgen, ich muss da leider sagen, bitte pass auf mit dem Feld, da dürfen wir nicht mehr so drauf rumfahren. Das gehört uns nicht mehr. Stimmt auch wieder. So. Zack, Jürgen habe ich geholfen, dann können wir mal wieder wegfahren. Wow, warum? Nein, Leute, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen und zwar, das steht hier. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das Maisgebiss. Das hätten wir so mitnehmen können. Da habe ich jetzt gerade gar nicht rangedacht ans Maisgebiss. Vom Mähdrescher. Na gut, das ist jetzt auch nicht so wild. So, dann nehmen wir das einmal mit. Nehmen wir unseren guten Tierhänger mit und den Gruber nehmen wir mit und dann können wir als nächstes das Wasserfass mitnehmen und unser Mähwerk. So, ey, das sieht so verboten aus, Leute. Das sieht so verboten aus, wenn ich jetzt so fahre. Aber Jürgen hat gesagt, ich soll mich nicht erwischen lassen. Ach, hier steht auch noch der Zetterer, steht auch noch. Ach, das haben wir, glaube ich, gemietet. Da gucken wir mal. Gemietet. Zurückgeben. Sehr schön. So, dann fahren wir das jetzt wieder mal weg. Aber Leute, jetzt weiß ich, wir brauchen bestimmt noch so zwei, drei Folgen. Wir machen das große LS17 Finale auf der Map Silbersuse, so machen wir in der Weihnachtswoche. Oder irgendwas hältst du davon? Ja, okay. Macht zwar nicht jeden Tag Werbung dafür, ich schreibe es Mittwoch, Montag, Mittwoch oder Donnerstag rein oder kommt auch an, wann, wie viele Folgen es noch werden. Machen wir jeden Tag um 10 Uhr eine Folge oder um 12 oder um 14 Uhr, eigentlich um 14 Uhr, das werde ich dann noch sehen, da lassen wir uns überraschen. Das wisst ihr dann eigentlich mittlerweile schon, weil es ist die vierte Folge, die wir aufnehmen und ihr habt die erste bestimmt schon gesehen, die zweite hoffentlich auch. Jürgen könnt ja Heiligabend mit der Familie gucken, was der Papa immer so abends treibt. Nee, da bin ich voll eingespannt, Heiligabend. Bin ich am Essen machen und. Aber Kommt jetzt, der ja. Hausmann wieder zum Vorschein? Aber ich finde es jetzt wieder so toll, dass das jetzt alles so klappt. Ey, das hätte die ganze Zeit so gehen müssen. Dann. Och, Mann, schade. Jürgen, wir setzen zurück und fangen nochmal neu an. Nein. Können wir machen. Nee, machen wir nicht. Das ist zu viel Arbeit jetzt. Ach, guck mal, Leute, hier unser Feld 40, was uns vorhin noch gehört hat oder gestern. Ne, wir haben das heute aufgenommen. Genau, in der Folge. So.
Das ist sehr schön. Brauchst du den Manns gerade eigentlich? Nein, brauche ich momentan nicht. Aber der Okay. 6-11er hier, der ist ja. Oh, Das war aber, glaube ich, der größte, den wir noch hatten. der 6-11er ist der kleinste Träger von allen. Ach, der 611er, stimmt. Ich hatte den 661er schon verkauft. Ich dachte, du hast den 661er da dran. Nee, 6, oh. Der 661 hat auch keinen Pontlader. Stimmt, da hast du recht. Ja, zur Not kannst du auch mit dem Alles gut, Ma nimm mal den Mann, ich brauche den nicht. Ja, ich bin ja noch dabei, gerade ein paar Anbaugeräte zu verkaufen. Ich wollte gerade sagen, das Geld, was wir hier erwirtschaften, spenden wir einen guten Zweck, aber das, wem wollen wir das spenden? Ja, der Schweinepest. Untersuchung. Genau. So. Jetzt geht er ab. Siehst du, mit was gucke ich denn rum eigentlich? Den DX471er. Das ist auch ein älteres Modell. Hier ist auch überall Rost an den Dingen dran. So. Jetzt fahren wir noch einmal eine Runde verkaufen. Ich gehe zwar auch davon aus, dass die Folgen nicht oft geguckt werden, weil das echt langweilig ist, was wir hier teilweise machen. Wir sind ja eigentlich nur am Verkaufen. Aber für die Leute, die es vielleicht doch gucken, die auch die Folgen verfolgt haben, das sind ja, glaube ich, 41, 42 Folgen. LS17 auf der Map Silber Susum. Ja, mal gucken. Vielleicht werden das auch ein paar Leute gucken. Eigentlich ist das ja auch egal. Es ist ein Hobby und soll es ja Spaß machen, ne, Jürgen? Ich habe ja auch jetzt zu den Zwergen, was ich spiele, habe ich ja jetzt angefangen, Minecraft. Habe ich gesehen. Oh, meine Frau, die ist schon weiter im Bauen als ich. Die macht das auch richtig gut. Jetzt haben wir, ich habe Was jetzt. geht es da eigentlich? Minecraft ist einfach. Stell dir eine Welt vor aus Würfeln. Die Welt ist, glaube ich, eigentlich unendlich groß. Du kannst alles bauen. Du kannst dir alles bauen, was du dir vorstellst. Es gibt verschiedene Rohstoffe, Erde, Granit, Gold, Diamanten und allen drum und dran. Du kannst auch ich baue in Überlebensmodus. Das heißt, du kämpfst gegen Zombies, aber das habe ich derzeit noch aus, weil ich bin einfach noch zu schlecht, die töten mich eigentlich nur noch. Und da kannst du alles bauen. Aber alles. Da musst du einfach mal im Internet so ein bisschen rumgucken. Da glaubst du gar nicht, was du da siehst. Es gibt Sachen da, es gibt einen Let's Player, der baut Hogwarts nach komplett schon seit 7 Jahren oder 6 Jahren. Der ist, glaube ich, in Folge schon. Der heißt Dagi LP, ja, genau, Dagi LP. Der ist schon in Folge, glaube ich, jetzt 1000 oder knapp 1000 oder so, schon über 1000. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich verfolge die Folgen von Anfang an. Ich gucke, bin seit Folge 1 dabei. Gucke ich die ganzen Folgen. Der baut Hogwarts 1 zu 1, probiert er nachzubauen in Survival-Modus. Also er baut jeden Stein selber ab und wieder auf. Und das ist echt eine Leistung. Moment, kann ich abladen? So, jetzt. Und du kannst alles bauen. Es gibt verschiedene Mods, es gibt verschiedene Texturenpakete, dann wird das halt ein bisschen schärfer, die Blöcke, weil normalerweise ist ein Block 16 mal 16 Pixel. Wow, also das vorne, das Mähwerk ranzumachen, das war gerade ein Fehler. Ich glaube, ich schwebe fast. Und ich habe jetzt ein Modpaket drin, Chroman's Hill, das ist so ein bisschen so mittelaltermäßig, finde ich, so mit mehr Texturen und so. Und da hat halt ein Würfel 128 mal 128 Pixel. Ne? Also ist schon schärfer. Und du kannst in dem Spiel, du kannst alles machen. Du kannst kannst auch Häuser bauen, du kannst selbst dir einen Schacht bauen mit einer Lore, alles kannst du machen. Du kannst Tiere zähmen. Es gibt eine Harry Potter Mod. Da sind Dementoren, Drachen fliegen rum, ne? Ja. Dekorieren, du kannst auch schießen. Es gibt auch eine Mod, die heißt, glaube ich, Jurassic Park. Da kannst du Tiere züchten, Dinosaurier. Es ist geil. Und ich dachte mir, ich finde das Spiel einfach auch geil und das wollte ich einfach auf meinen Kanal
teilen, weil auf dem Kanal ist ja halt für Spiele, die ich gern spiele, ne? Und dachte mir, ja, was können wir bauen? Ich wollte zwar auch erst Hogwarts bauen, aber das haben sie schon so viele und das ist echt. Das machst, wenn es ist, es gibt so einen Kreativmodus, da baust du das vielleicht in ein, zwei Jahren oder ein Jahr, ne? Da hast du unendlich die Steine, da brauchst du auch nichts abbauen, du hast einfach die Steine. Oder du machst das halt in Survival-Modus und baust das alles selber ab. So, ich hatte einen Fehler gemacht, ich habe mir das Spiel runtergeladen, neueste Version drauf, alles lief, ne? Lief auch gut, weil ich habe gelesen, manche haben da echt FPS-Einbrüche. Ich bin so immer bei 200 bis 300, 400 FPS. Also läuft relativ flüssig, aber das Spiel, das glaubst du nicht. Das, du denkst, das ist nur so ein reines Würfelspiel, ne, wo viele Würfel einfach aufeinander sind. Aber der Rechner kommt echt an seine Grenzen teilweise. Vor allem, du kannst das Ding auch auf Ultra hoch spielen. Es gibt noch so Shader-Mod. Da sind Lichteffekte und Wasser und dann bewegen sich die Pflanzen. Oh, dann gehe ich aber auch so auf 60, 80 FPS runter. Aber dann sieht das echt astrein aus. Das ist, Jürgen, das ist astrein. Vielleicht wäre das auch was für dich. Das musst du dir mal angucken. Es kommt, diese Woche kommt die dritte Folge raus. Aber ich muss leider gestehen, ich muss wieder von neu anfangen. Mal schauen. Das ist, wenn man kreativ ist und weiß, was man. Du kannst auch in dem Spiel Bauer werden. Du kannst Kartoffeln anpflanzen. Wenn du eine Kartoffel findest, die Pflanze, daraus kriegst du die nächsten Kartoffeln. Selbst Tiere kannst du da züchten. Du kannst ja auch ein Tor zur Hölle bauen. Da gehst du in die Netherwelt. Das habe ich bei meiner Frau gemacht, weil die braucht rote Dachziegel. Dann habe ich ihr gezeigt, wie das geht. Und jetzt kann sie schon in die Hölle Gold abbauen und das ist echt. Meine Frau spielt mehr als ich und schon weiter als ich. Hab schon gesagt, du spielst und ich vertone einfach nur noch. Und das ist echt, da musst du einfach mal gucken. Gibst du einfach Minecraft ein und dann guckst du da mal ein bisschen im Internet. Ich glaube, das wäre so für dich. Du bist auch so ein kleiner kreativer Fuchs. Da kannst du alles machen. Vor allem, du kannst. Es gibt Leute, die bauen echte Sachen nach. Du kennst doch. Wie heißt es? Pacific Rim. Ja. Den großen Roboter, den Hauptroboter, den weiß, was ich nicht meine, ne? Den hat auch einer nachgebaut. Der sieht astrein aus. Du musst es halt. Es gibt verschiedene Mods. Es gibt auch Mods, da kannst du aus normalen Würfel kleinere Würfel machen, halbieren, richtige Texturen rausarbeiten. Du müsstest einfach nur mal bei Google Minecraft Zwergenreich oder so eingeben. Da siehst du riesige Hallen wie aus der Herr der Ringe nachgebaut. Heftig. Und ich habe lange überlegt, was ich baue. Ich hätte auch einfach groß drauf bauen wollen. Ich wollte erst vielleicht auch Burg Dracula irgendwie sowas bauen. Aber da brauchst du auch so einen Düster-Mod. Das gibt's auch so mit Skeletten und so. Und es gibt vieles. Und ich dachte, ach komm, ich liebe die Zwerge, mein Kanal heißt wie ein Zwerg, ich habe in WoW ein Zwerg, wir spielen die Zwerge, also bauen wir auch mal eine Zwergenfestung, Zwergenreich nach meiner Idee, so nach meiner Fantasie, jetzt nichts irgendwo, wo ich jetzt sage, das muss so aussehen wie bei der Herr der Ringe oder bei WoW, wenn man da in eine Zwergenstadt geht, ne, du weißt, was ich meine. Ja. Und jetzt bin ich dabei. Ich habe schöne Mods reingetan, vor allem es gibt auch so eine Mod für Leute, die sich nicht so auskennen, da drückst du halt, wenn du craften, du craftest ja in dem Spiel, du baust ja was, da gibt es eine Mod, es wird rechts alles angezeigt, was du in dem Spiel derzeit machen kannst, auch mit den Mods, und da wird angezeigt, welche Materialien du brauchst und wo du sie herkriegst, also nicht wo sie herkriegst, aber in welcher Reihenfolge du sie craften musst, ne? Und diese Mod gab es nicht für meine aktuelle Version, also für die 1.13.2. Da habe ich mich lange beschäftigt, mal ein bisschen in ein paar Gruppen geschrieben, was die sagen. Und die haben mir gesagt, geh am besten auf die ältere Version. Da gibt es auch einen Haufen Mods für und Haufen andere Sachen oder Texturenpakete. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich. Also muss ich jetzt nochmal neu anfangen. Hab aber mir ein schönes kleines Land gesucht, so ein Fleckchen Erde, wo es auch richtig schön ist mit so einem riesigen Berg, und ich werde diesmal nicht oben bauen. Ich habe angefangen, ich habe glaube ich schon alleine 14 Let's Play Folgen aufgenommen Minecraft,
Und 12 Folgen muss ich jetzt löschen, weil ich jetzt neu anfange, was ärgerlich ist, aber das Spiel macht einfach so Spaß. Du kannst da so kreativ sein, Jürgen, das glaubst du nicht. Das hört sich so ähnlich an wie damals, wie ich Rollercoaster gespielt habe. Das, ja, du kannst Da habe ich Rollercoaster, meinen genau. eigenen Vergnügungspark gebaut, ja. Und dann gab es zigtausend Mods, wo du Gelände anheben konntest, senken konntest, Tunnel bauen konntest. Ja, also Wahnsinn. Genau, so ist das. Aber du kannst es dir einfach mal angucken und vor allem ist es kostet, glaube ich, 22, 23 Euro. Über Steam kannst du dir das holen, oder? Nee, Ja. über Steam, nee, über Steam glaube ich nicht, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, warte mal, kannst du das über Steam? Kann Nee, sein, das habe ich, glaube ich, direkt über Minecraft geholt. Online. Aber ja. ich glaube, wenn das was für dich ist, du brauchst, ich glaube mal, aber wenn man das Standardspiel, es sieht gut aus, aber es ist halt pixelig. Es ist, denkst du, es ist Anno 1996 oder so, weißt du? Aber mit so verschiedenen Mod-Paketen wertest du das Spiel echt auf. Und so, Leute, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge. Das geht so rasant hier los. Jürgen ist noch fleißig dabei, an Dinger zu verkaufen, an Ballen. Da gehen wir mal gucken, wie viel er da noch hat. Ey, was macht er denn? Nimmst du da etwa eine Abkürzung? Ich sehe momentan nichts, es ist alles so staubig hier. Ach so, okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, ich sehe das nicht, das gehört den Nachbarn. Ich guck weg. So, Leute, ich sage euch auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einer weiteren Finalfolge, bei Finalfolge 5 müsste das sein, mit dem Jürgen wieder. Ciao, ciao, bis demnächst. Und von mir auch, ciao, ciao. Und hoffentlich schaltet ihr zu der nächsten Folge ein. Auf Wiedersehen. Tschüss.